In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Luftballon in einer Flasche aufblasen kann. Wenn ihr denkt, das geht doch einfach, nur drauf lospusten. Das habe ich auch probiert. Da ging mir aber schnell die Puste aus. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Dazu brauchen wir nur unsere Glasflasche und den Luftballon, einen Wasserkocher und etwas Leitungswasser. Zuerst füllen wir das Wasser in den Wasserkocher und erhitzen es. Wenn das Wasser heiß ist, füllen wir etwas davon in die Flasche. Passt dabei auf eure Finger auf, damit ihr euch nicht verbrennt. Wir schwenken die Flasche etwas, damit sich die Flasche gleichmäßig erhitzt und leeren das heiße Wasser in die Spüle. Nun nehmen wir den Luftballon und stecken ihn in die immer noch heiße Flasche. Jetzt stülpen wir den Rand des Luftballons über den Flaschenhals und verschließen die Flasche somit luftdicht. Die Flasche kühlen wir jetzt mit kaltem Wasser ab. Ganz ohne Anstrengung bläst sich unser Luftballon jetzt in der Flasche auf. Doch warum bläst sich unser Luftballon jetzt in der Flasche auf? Dazu betrachten wir zunächst die Zustandsgleichung idealer Gase. P mal V ist gleich N mal K mal T. P steht für den Druck des Gases, V für das Volumen des Gases. N ist die Anzahl der Gasmoleküle, K die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur in Kelvin. Was passiert jetzt bei unserem Experiment? Zunächst füllen wir eine Glasflasche mit kochend heißem Wasser. Dadurch erwärmen sich die Luftmoleküle in der Wasserflasche. Das bedeutet, wir erhöhen die Temperatur. Danach stülpen wir den Luftballon über die Glasflasche und verschließen sie somit luftdicht. Also ist zu Beginn das Volumen konstant. Schauen wir mal, was von unserer Gleichung dann noch übrig bleibt. Auf der linken Seite bleibt P, weil V ist zu Beginn konstant. Und P ist jetzt noch proportional zu was? Auf der rechten Seite haben wir N, das ist die Anzahl der Gasmoleküle. Die ändert sich hier auch nicht. K ist die Boltzmann-Konstante, also bleibt T. Das bedeutet, P ist proportional zu T. Also wenn sich die Temperatur erhöht, erhöht sich auch der Druck oder umgekehrt. In unserem Experiment halten wir die heiße Flasche mit dem Luftballon dann unter einen kalten Wasserstrahl. Also wir kühlen die Luftmoleküle ab, also verringern die Temperatur. Und dadurch verringert sich auch der Druck. Dadurch ist der Druck in der Flasche kleiner als der Atmosphärendruck außerhalb der Flasche. Und deshalb wird der Luftballon in die Flasche gesaugt, sodass es wirkt, als würde er sich aufblasen. Und jetzt seid ihr dran. Fordert eure Eltern oder Geschwister heraus, einen Luftballon in der Flasche aufzupusten. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht.